Hallo und herzlich willkommen hier bei Dino Adventure. In der letzten Folge sind wir von Durango aufgebrochen, um auf der berühmt-berüchtigten Passstraße Ruta Narum Diaboli über die Bergkette der Sierra Madre an die Küste nach Mazatlan zu gelangen. Wir hatten ein paar leicht verregnete, aber trotzdem schöne Tage in dem ersten Nationalpark entlang der Strecke und jetzt sollte es weitergehen. Wir haben nämlich noch ca. 300 Kilometer steile Serpentinenstraße, welche wir teils nur mit 30 km/h befahren können, vor uns. Die Straße zählt übrigens zu den gefährlichsten geteerten Straßen der Welt, da sie teils dauerhaft von dichtem Nebel bedeckt ist, entlang vieler steiler Abhänge führt und Menschen hier nicht zu den einzigen Verkehrsteilnehmern zählen. Somit macht sie ihrem Namen Narum Diaboli, zu Deutsch Rückgrat des Teufels, auch alle Ehre. Schreibt uns an dieser Stelle doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, woher der Name Ruta Narum Diaboli seinen Ursprung hat. Wir sind Steffi und Carsten und seit Mai 2019 reisen wir in unserem Expeditionsmobil namens Dino entlang der Panamericana. Bestimmt nicht die letzte große Reise, welche wir mit euch teilen werden. Fast 2800 Meter, aber jetzt langsam geht es wieder bergab. Ja, hier soll wohl ein richtig schöner Aussichtspunkt sein, wovon wir jetzt gerade so richtig viel sehen können. Aber ich glaube, das ist selten anders so. Ruta Narum Diaboli. Straße des Rückgrats des Teufels. Die Straße mit den Zahl 666. Den Legenden nach erhielt sie ihren skurrilen Namen nicht wegen der vielen Opfer, die entlang der Strecke verunglückt sind, sondern weil einige Abergläubige behaupten, von der Straße aus im untenliegenden Teil der Sierra Madre die Silhouette des Teufels gesehen zu haben. Mazatlan ist echt top. So viel Wald und Blumen in Gelb, in Pink, in Lila, echt Wahnsinn. Ich komme mir vor, als wären wir in Colorado oder irgendwo in Kanada. Echt schön. Thank you.
sind gerade in der nächsten Stadt angekommen und suchen einen Schlafplatz. Ganz schön holprig hier. Es ist hier so ein kleines Bergdorf namens La Ciudad. Wir waren gerade einen kleinen Burger essen, um den ersten Hunger zu stillen. Und gucken mal, ob wir hier zumindest für die erste Nacht irgendwo einen ruhigen Stellplatz finden. Was sich meistens leichter anhört, wie es wirklich ist. Ganz nett hier im Wald, oder? Aber es ist das erste Mal, dass mal nichts eingezäunt ist. Wirklich, sonst ist immer alles mit einem Zaun, ne? Es lässt sich vermuten, dass auch das hier irgendwem gehört, aber ich sag mal so, solange kein Zaun drum ist, kann der Eigentümer ja gerne kommen und uns ansprechen und keine Ahnung. In Mexiko ist das immer so eine Sache mit frei stehen, weil eigentlich gibt es in Mexiko kein freies Land, so wie in den USA oder so, wo die sagen, ey, hier kann jeder, das Land kann jeder nutzen. Einzige Ausnahme ist 10 Meter von jeder öffentlichen Wasserquelle entfernt, also Flüsse, Bäche, Seen. Das ist jedermanns Land, aber das haben wir ja hier nicht, deswegen ist es theoretisch Privatbesitz. Bis jetzt waren wir immer überall willkommen. Eben, genau. Schmeiß weg. Das waren Carstens Medikamente, weil er ein bisschen Schnupfen hat. Nasenspray und sowas. Ja, ich habe ein bisschen Corona-Schnupfen. Das heißt, ich brauche jetzt ganz schnell ein Corona-Bier. Wie war das, Schatzi? Wolltest du immer noch ein Bier? Carsten inhaliert gerade erstmal schön. Ja, inhalieren ist immer noch das Beste. Schön mit Zwiebeln, auch wenn es stinkt. Ich mache das Video für euch fertig, wo wir uns festgefahren haben in der Pfütze. Und wir haben einen schönen Ausblick. Aus den geplanten 1 bis 2 Tagen wurden schließlich volle 7 Tage alleine im Wald, da ich dort meine Erkältung, bevor es weiterging, vorerst auskurieren wollte. Steffi hatte sich in der Zeit zum Glück nicht angesteckt. Wir waren gerade bei diesem kleinen Mini-Supermarkt hier noch eine Kleinigkeit einkaufen für die nächste Woche und da habe ich gleich mal nett nachgefragt, ob wir hier Wasser auffüllen können und das ist auch kein Problem. Beim Runterfahren habe ich nur die kleine Stromleitung hier übersehen und beinahe abgerissen. Nochmal Glück gehabt eigentlich, dass nichts passiert ist. Naja, auf jeden Fall haben wir uns vor kurzem im Baumarkt mal einen neuen Schlauch gegönnt. Hier so ein flexibles Ding, was man richtig schön platzsparend verstauen kann. Leider ist die Wassermenge, die da rauskommt, lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ein bisschen Feuerholz haben wir auch noch übrig. Und wir hoffen mal, dass wir heute Abend dann einen schönen Campspot finden, wo wir auch mal ein bisschen Feuerchen machen können.
Das ist übrigens unsere Tüte, wo der ganze Schlauch reinkommt. Fängt gerade ein bisschen an zu regnen. Deswegen gehe ich mal lieber rein. Es ist kalt. Kalt? Mhm. Ja. Verrückt, oder? Es sind ja einfach Tiere rumlaufen. Kühe, Pferde, Esel. Wir haben eben übrigens die Grenze nach Sinaloa überfahren und haben jetzt auch wieder eine Stunde früher auf unserer Uhr. Nach 300 Metern erreichst du das Ziel. Genau. Und das wollte ich auch gerade sagen. In 300 Metern haben wir unser Ziel erreicht. Da hängt übrigens unsere geile mexikanische Chilischote. Perfekto. Mega kalt immer noch, obwohl wir schon 700 Meter runtergefahren sind. Ziehen uns jetzt dick an und machen ein Feuer und dann gehen wir früh schlafen. Genau, wir sind hier aber richtig schön im Nebelwald drin. Echt traumhaft. Ich bin echt froh, dass wir diese Straße gefahren sind. Wirklich. Und ich bin richtig froh, dass wir die Straße bergab gefahren sind und nicht bergauf. Oh ja, das stimmt. Genau, der Baumstumpf wird unsere Feuerstelle. Boah, guck mal, der Ausblick. Magisch, ey. Da unten sieht man übrigens den Highway. Für den Highway wurden natürlich Brücken gebaut. Die sind wir letztes Jahr hochgefahren übrigens, aber den Highway halt. Weil wir es eilig hatten. Ja, die Straße ist schweineteuer. Schweineteuer. Und man kann quasi die, auf der wir jetzt sind, die ganze Zeit beobachten. Leute, wie geil ist das bitte, hier so schön am Lagerfeuer zu sitzen und dann sich einfach umzudrehen und so einen geilen Ausblick zu haben. Ich finde, wenn man sowas sieht, dann wird einem erstmal bewusst, wie klein man eigentlich ist auf der Welt. Ja.
fahren jetzt gerade hier den Weg runter und wurden angehalten, ob wir kurz helfen können, weil das Auto hat sich da irgendwie festgefahren. Keine Ahnung, wie die das geschafft haben. Wir sind hier den Hang runter. Ob ihr das seht, wir helfen denen jetzt mal, die rauszuziehen. Die haben uns ganz nett zugewunken und hey geschrien, weil sie Hilfe brauchen. Das ist übrigens ein schöner Wasserfall. Hoffentlich können wir denen helfen. Das war ja jetzt einfacher als erwartet. Wir sind in Mazatlan angekommen, haben unsere Wäsche eben abgegeben und sie nass zurückbekommen, weil der Strom in der Wäscherei ausgefallen ist und die Trockner nicht mehr funktioniert haben. Morgen ist Sonntag und die Wäscherei hat zu. Ja. Und wir müssten bis Montag warten. Wir wollen morgen aber gerne weiterfahren, deswegen haben wir gesagt, wir sollen sie so geben. Und wir haben jetzt hier alles im Dino aufgehangen. Mhm. Ein kleiner Einblick. Viel mehr Platz für die Kamera zu schwenken habe ich jetzt leider nicht. Es ist schweineheiß hier in Mazatlan. Oh ja. Wir haben uns eben noch einen zweiten Lüfter gekauft mit so einem kleinen Wasservorrat. Der steht jetzt hier im Waschbecken, also der so ein bisschen kühlen soll, aber irgendwie bringt das nicht wirklich was. Es war auf jeden Fall eine hammergeile Strecke, die Ruta Narum de Diabolo. Wir gehen jetzt essen. Ich muss nämlich raus hier aus dem Dino, es ist viel zu heiß. Dann würden wir sagen, stop dreaming, start planning, schreibt was in die Kommentare und haut auf den Abonnieren-Button. Bis zum nächsten Mal. Ciao.